Im Studio Laura Dünnwald. Und damit ganz herzlich willkommen. Nach dem Absturz einer russischen Militärmaschine über dem Schwarzen Meer gibt es keine Hoffnung auf Überlebende. Das gab heute das Verteidigungsministerium in Moskau bekannt. Damit sind offenbar alle 92 Insassen gestorben, darunter auch 65 Mitglieder eines berühmten Chores, Mick Locher. Der Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz stand im Zentrum der diesjährigen Ansprache von Bundespräsident Gauck. Die Gräben in der Gesellschaft dürften nicht vertieft werden, so Gauck. Auch richtete er seinen Dank an diejenigen, die ehrenamtlich oder in mäßig bezahlten Berufen für eine funktionierende Gesellschaft sorgen. Achim Unser. Papst Franziskus hat vor etwa 40.000 Gläubigen seinen Segen Urbi et Orbi gesprochen. Die Verdächtigen, die Ermittler in Tunesien in Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin festgenommen haben, könnten Aufschluss darüber geben, was in den Tagen zwischen dem Anschlag und dem Tod Amris passiert ist. Dabei werden auch Spuren nach Spanien verfolgt. Unterdessen werden die ersten Opfer des Anschlags in ihre Heimat überführt. Angela Knäble. In Augsburg gab es heute Morgen die bundesweit größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg. Mehr als 50.000 Bürger mussten große Teile der Innenstadt verlassen und das ausgerechnet heute am ersten Weihnachtsfeiertag. Anlass ist nämlich die Entschärfung eines gewaltigen Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg, die in diesen Stunden stattfindet. Peter Hantjes. Und haben Sie gestern einen dicken Weihnachtsbraten verspeist? Die Feiertage gehören ja zu den intensivsten Schlemmertagen des Jahres. Eigentlich ein Genuss, doch leider macht sich der meistens hinterher auf der Waage bemerkbar. Was also tun? Alba Alas hat Tipps für Sie, wie Sie die lästigen Pfunde wieder loswerden. Und das war's von uns für heute. Ihnen noch einen gemütlichen Abend und morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie Lust haben. Bis dahin. Tschüss.